Hallo und schönen guten Abend. Gleich im Anschluss gibt es den Greater Rift 144 Solo auf dem Barb, aber vorher wollte ich nochmal für alle Barb-Spieler über Crit-Chance auf dem Barb reden. Und zwar, warum wir eventuell irgendwo Crit-Chance weglassen können und vor allem in der Gruppe, warum wir da Crit-Chance weglassen können. Ja, dafür müssen wir erstmal, gucken wir uns einfach kurz meine Crit-Chance an. Ich bin bei 50,5% Crit-Chance auf meinem Barb und mir fehlen 3,5% auf dem Gear. 1% auf den Armschienen, 0,5% auf dem Helm und 2% Crit-Chance auf dem Ammo. Sind 3,5%, bedeutet bei perfektem Gear, überall anders da ist alles Maximum. Perfektem Gear wäre ich bei 54%. So. Der Berserker gibt uns immer nochmal 10% Crit-Chance dazu. Dann wären das 64%. Battle Rage gibt uns nochmal 3% dazu. Dann sind wir bei 67%. Und den Rest bekommen wir vom Hammer of the Ancients. Und zwar zum Grundeffekt vom Hota-Hammer. Das wusste ich selber bis vor kurzem nicht, aber bis jetzt erfahren. Und deswegen können wir da dementsprechend auch unser Gear ein bisschen anpassen. So. Hammer of the Ancients bekommt nämlich für jeden fünften Punkt an Fury, den wir haben, 1% Crit-Chance. Bedeutet ganz wichtig natürlich beim Barb, wir skillen im Paragon maximale Wut. Wir können hier bis zu 50 maximale Wut skillen, Maximum Fury. Das bedeutet, das alleine sind 10% Crit-Chance für unseren Hammer. Habe ich vorher auch nicht gemacht, weil ich es einfach nicht wusste. So, dementsprechend haben wir dann, wenn wir eine Waffe mit maximaler Wut haben, 162 Fury. Ansonsten sind das 150, 30% Crit-Chance. Mit einer Waffe maximaler Wut sind das dann dementsprechend 32% Crit-Chance, was wir bekommen. Plus die 67%, die wir grundlegend haben, sind das dann 99% Crit-Chance. Nahezu jeder Hit ist ein Crit. Uns fehlt nur 1% Crit-Chance. Ist für Solo natürlich super. Maximaler Schaden. Aber natürlich, wir können da auch ein bisschen runtergehen, und zwar, wenn wir ein bisschen Cooldown-Probleme haben. Und das hatte ich nämlich im Solo. Ich hatte Probleme im Solo beim Boss, meine Urahnen, meinen Berserker und Band of Might gleichzeitig aufrecht zu halten. Da habe ich Cooldown-Probleme bekommen, weil ich diese Handschuhe anhatte mit Crit und Area Damage. Das bedeutet, ein weiterer Cooldown-Roll wäre für mich Gold wert gewesen. Ja. Das bedeutet, ich habe im Solo-Push die Handschuhe angezogen und habe die Crit-Chance weggelassen. 10% Crit-Chance für 8% Cooldown. Weil es für mich ein deutlicher Improve war. Bedeutet, ich bin von 99% Crit-Chance oder in meinem Fall eher von 96% Crit-Chance, bin ich runtergegangen um 10% auf 86%, was auch noch mehr als genug ist. Das kann man erstmal machen. Im Best-Case-Szenario natürlich 99% Crit-Chance, fast immer Critten, ist super. Damage FTW. Aber dann bräuchte ich Quad-Factor-Handschuhe, wo jetzt anstatt Stärke dann nochmal Crit-Chance drauf wäre. Und das habe ich nicht. Bedeutet, in so einem Fall kann man da mal irgendwo Crit-Chance weglassen und stattdessen Cooldown draufrollen für Solo. Ist natürlich super. Kommen wir zur Gruppe. In der Gruppe overcappen wir Crit-Chance. In einer klassischen Gruppenkonstellation mit einem Support-Barb und Support-DH vor allem, hat man auf jeden Fall, hat mindestens ein Supporter definitiv immer den Ice-Blink-Gem dabei. Der erhöht die Crit-Chance auf die Gegner nochmal um 10%. Plus, wenn den Support-DH dabei hat, dann hat er voraussichtlich Multishot mit der Windchill-Rune dabei. Das erhöht die Crit-Chance nämlich nochmal um 8%. Das sind nochmal 18% Crit-Chance obendrauf. Bedeutet auf die 99%, wenn ihr perfektes Gear habt, 18% drauf, sind wir bei 117% Crit-Chance. Also ihr overcapped Crit-Chance um 17%. Bedeutet, wir können ein 10% Roll auf dem Gear auf jeden Fall weglassen. Wo das natürlich relativ leicht wäre, wäre auf dem Amulett. Kann ich jetzt hier auf meinen Ammo nicht machen, aber angenommen wir hätten ein Squirt-Amulett, was ähnlich wie dieses Traveler gerollt ist, könnten wir einen Sockel, Crit-Schaden, Stärke und dann Feuerschaden haben in Ancient. Wäre auf jeden Fall eine Art andere Roll, haben vielleicht eher so ein paar Leute rumliegen. Wäre auch ganz nice auf jeden Fall. Hätten wir nochmal bis zu 1000 Stärke mehr, da können wir mehr Schaden rausholen. In der Gruppe mit den Handschuhen mit mehr Cooldown, das braucht man nicht unbedingt machen, weil eigentlich Cooldown Reduction hat man in der Gruppe mehr als genug. Man sollte permanent Echo Fury aufrecht halten, permanent genug Attack Speed und eigentlich keine Cooldown-Probleme mehr in der Gruppe bekommen. Ansonsten kann man natürlich auch das machen. Ansonsten, wenn man dann noch mehr Damage rausholen will, lässt man auf einem Item noch 6% Crit-Chance weg, und zwar auf einem Ring. Das bedeutet, wir müssen den Obsidian-Ring auf jeden Fall droppen, weil Conventional Elements auch immer Crit-Chance hat und die generell mit besseren Werten rollt. Bedeutet am besten Obsidian-Ring rein in den Cube und so einen Band of Might rollen, der Stärke, Crit-Damage und Cooldown-Reduction hat. Band of Might rollt auch immer mit Crit-Chance, das heißt, in dem Falle müsste man auch Crit-Chance runterrollen auf jeden Fall. Für einen Sockel, dann wären das die perfekten Werte in Ancient natürlich hier, mit nicht nur 27 Crit Damage und auch mit mehr Damage Reduction. Ne? Dann hätten wir nämlich 16% Crit Chance auf dem Gear weggelassen, hätten 101% bei perfektem Gear und würden einfach immer critten, ohne potenzielles Damage Potenzial zu verschenken, in Form von hier noch Crit Chance und auch Attack Speed, was wir nicht brauchen auf dem Obsidian Ring und halt hier noch weitere Crit Chance auf Ammo, wo wir einfach 1000 Stärke noch mitnehmen können. Ja.
Das nur so ein kurzer Anreiz, falls ihr solche Items auf dem Barb findet. Und ganz wichtig, Skillt Maximum Wut im Paragon. Würde ich mal sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei dem 144er Clear und wir sehen uns. Ich hoffe, aus irgendeinem Grund war ich schon mega gefrustet da beim Pushen. Habe ich mich extrem gefreut. Der ganze Push war ja offstream. Also, vorher war es onstream, dann war ich so gefrustet, bin ich aufgegangen und habe offstream dann den Clear gemacht. Hab's aber aufgenommen und im Stream gezeigt später. Wenn da irgendein anderer Name, also wenn da oben, wenn da gleich die ganze Zeit derselbe Name kommt, dann sagt mir mal gerne Bescheid. Dann haben sich die Alerts aufgehangen. Und während des Push will ich jetzt nicht die ganze Zeit Alert durchrattern haben. Solange es noch verschiedene sind, ist okay. Man hat sich nicht aufgehangen. Dann ist es gleich vorbei. Müsste auf 7, jetzt müsste es enden gleich. Müsste der letzte sein. Legt schönes Arcane-Horde-Pick hier am Anfang. Ja, hat aufgehört. Und dann schicken Char neu zu equippen. ENs Legion, habe ich gehört. Ah, ich gebe mal ein paar Augments. Und kann Char halbwegs gieren. Molten plus die ganzen Arcane-Laser hier ist schon echt ultra dangerous shit hier, gerade. Darf auch für eine Sekunde nicht die irgendwas auslaufen, ansonsten bist du direkt tot. Wenn man ein Sekündchen zu spät stompst oder so. Ja, genau, wenn du zu viel Molten gleich stehst. Ja, und ich will auch weiter eigentlich. Nicht genug Trash. Hab ich ein paar Diener getötet, jetzt ist nicht mehr so viel Arcane wenigstens. Dann Schlauchwutz. Ist halt nicht so geil. Laufwurz und super viele Packs halt am Anfang, die du jetzt alle mitziehen darfst. Spaß pur. Okay. Jetzt noch der Archer eigentlich. Also Archer, Fliege und jetzt hier die Blauen. Archer, Fliege, Blauen. Ne, Archer, von dem darf ich mich wahrscheinlich verabschieden, weil ich denke nicht, dass der hinterher kommen wird. Und der ist dann der Time Waste nicht wert, den da zu ziehen. Fliege und die Rakanishus kommen ja nicht hinterher. Ist ein bisschen schade um den Progress, den ich denn schon gemacht habe, aber ist den Time Waste nicht wert. Mit der Fliege. Danke. Hier haben wir einen Bogan, hier haben wir eine Kreuzung. Hast du die Hit ausgerechnet, Lars? Ja, ich habe vorhin mal Dings Punkte in Fury getan, im Paragon. Ich hätte 100% Crit-Chance mit den Punkten, ne? Aber ich bin jetzt einfach auf 90 runtergegangen und habe mir einen coolen Reduction auf die Handschuhe gerollt, anstatt Crit-Chance. Und dadurch ist auch die Cooldown beim Boss ein bisschen leichter. Geht sich gut alles aus. So. Wo ist die Fliege? Ah, da. Oben geht's weiter. Fliege, 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 komm, komm, komm. Ich weiß nicht, ob der Bogan hinterher kommt. Aber auf jeden Fall, die Dings sind gleich tot. Okay, Condi. Ich habe da einen gelben, zwei gelbe und ein blaues. Drei, ein gelbes von hinten, das kann ich nicht mitnehmen. Vier heißt noch zwei Packs vorne irgendwo. Wir schauen erstmal, dass die anderen halbwegs nach hier kommen. Von der Kreuzung. Den Archer von hinten, den kriege ich nicht mit. Da waste ich ein paar Minuten Zeit nur. So, aber die Fliege und der Boggelt sollen ein bisschen hochkommen. Den. Nicht Boggelt, Rakanishu. Ich habe gerade so einen schönen Oculus, den knall ich ja mir hier durch. Muss sein, so. Einmal mitkommen, bitte. Dankeschön. Wo sind die Rakanishus? Einmal mit der Welle Akron. Komm, hallo, komm, bewegen. Hierher laufen. Nicht an den Ohren hängen.
Okay, gut. Das ist halbwegs nah genug am Conduit dann. Ich schaue jetzt meine anderen zwei Packs. Okay, da oben haben wir Shadow Vermin, die folgen ganz gut. Und hier haben wir ein Blaus. Das war's. Mehr Packs haben wir nicht. Ich mache aber hier ein bisschen Trash, fetze sie an. Und dann hole ich hier durch die Brücke durch und dann nehme ich gleich Condi und haben ein 6-Pack-Condi. Jedes Pack außer 1 in der Woods dann. Dann kann ich danach noch ein paar Trash-Haufen machen. Und wenn ich hier so ein bisschen den Knäuel entlöse, dann kommen die halt auch gleich besser hinterher. So. Schauen. Ich hoffe, von den Makanishus sind daneben alle. Ich sehe nämlich noch einen, aber ich glaube, die waren noch alle angefetzt. So, die Shadow Vermin sehe ich auch. Ich sehe ja halt die Frösche nicht, aber die können auch gerade im Boden sein. Da kommen sie. Okay, ich werde jetzt aber nehmen. Ich werde nehmen und werde schauen, dass ich alles hier halbwegs treffe. Nicht noch mehr Zeit wasten. Drei blaue, zwei gelbe. Ne, drei blaue, drei gelbe im Endeffekt mit dem aus dem Pylon. Wo ist denn auch was hier? Wo ist denn auch was hier? Da ist er. Ja, drei blaue, drei gelbe, also 6 Packs. Und ein Pack war halt am Anfang vom Rift, was ich nicht mitgezogen habe. Ja, und die drei Blauen sind tot. Also auch die Frösche sind tot. Heißt, also ich kann eben gleich noch ein paar Dings hier produzieren, ein paar Thralls. Ein paar Meter mitkommen, meinetwegen. Kommt halt nicht mit wegen den Uhren. Also wegen den Uhren. Die Uhren machen es sehr, sehr schwer zum Pullen beim Barb, finde ich. Aber gut. Hat ein bisschen was von Fetischen, an denen die Gegner festhängen. Bin ich halbwegs gewohnt. Muss man ab und zu neu beschwören. Shield. Wir können das Shield Pack noch anfetzen, beziehungsweise wir kriegen es dann eh nicht mehr tot. Ja gut, ich bräuchte halt sehr viel Masse, dass ich das jetzt tot krieg. Kann ich aber eventuell noch haben und ich habe halt permanent Squirt ab. Ich habe halt 100% mehr Damage. Aber ich weiß nicht, ob ich die Zeit, ich will die eigentlich nicht dran wasten. Heißt aber auf jeden Fall keine Chance mehr auf Shield beim Boss, aber halt noch Chance auf Power beim Boss. Power, Speed. Und selbst Shending ist ja halbwegs okay, haben wir eben gesehen. Na, den Ding kriegen wir nicht tot, ne. Machen einfach nur Trash. Noch eine Welle. Mit Shield ein bisschen Moven ist auch ganz angenehm. Ah, hier können wir mal. Na, eigentlich lohnt es sich nicht wirklich, ne. Weiter. Oh, huhuhuhu. Woods into Woods. Geister auf Type, nice. Jetzt noch ein Power für den Boss, come on. Power für den Boss mit Hameln. Hameln Power, come on. Come on, Game. Auf der Ebene, ich werde nur Trash machen. Machen nur Trash-Haufen, scheiß auf die Packs. Wenn irgendwas nebenbei stirbt, ist okay. Aber ich brauche aktiv nichts machen. Das heißt, wir machen gute Trash-Pulls. Alter, was ein schicker Mob-Type. Ich so schnell Echoing Fury auch ab. Gibt auch so viel Progress und stirbt so schnell. Richtig nice. Also Hameln eben mit Channeling 3,5 Minuten, ne? Hameln ist auch bei weitem der beste Boss. Worst-Case-Szenario, Choker nicht mal unbedingt, Choker Rhyme. Ich glaube, Rhyme war mit der absolute Worst-Case. Gom, wenn ich ihn nicht überlebe, das kann ich nicht genau sagen. Ja. Und Worst-Case natürlich, ich habe keinen Pylon für den Boss. Wäre auch ziemlich waste, ziemlich blöd. Schau, dass ich bis 98 gehe und dann irgendwie den Pylon-Spot anschaue. Irgendwas Dickes gerade noch. 96. Ich habe den in der Brücke schon aufgedeckt. Gerade safe. Schild ist aus. Ah, 98. Krieg ich 99 safe hin? Aua. Nice. Nice, 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 nice. Okay, okay, kein absoluter Kackboss, bitte. Ich hab gesagt, kein absoluter Kackboss, bitte. Guck mal, er hat mich geprockt mit einem Hit. Einfach mal. Oh Mann, Game. Okay, ich muss ihm ausweichen auf jeden Fall. Hat seinen Hits einfach. Und ich habe halt keinen Stricken.
gut wie keinen. Vielen Dank. Ich krieg halt Oculus, ne? Mit dies. Dachte halt immer so als Barb, ich kann bei den Hits hängen, deswegen habe ich mich vom ersten halt hitten lassen. Halt einfach mal austesten. Ja, danke. Schön seinen scheiß Angriff in den Oculus rein. 2 Minuten Power habe ich. Aber ich will natürlich ordentlich was an Stricken vorher drauf haben. Aber das Coole ist halt, ich krieg wirklich einen Oculus für den Power, wenn eins von seinen Netz stirbt. Dann hoffe ich nur keinen bisschen weit wecken. Das ist kacke. Halt nicht einmal blöd sterben, während ich gerade beides gezogen habe, dass ich alles auf Cooldown habe. Darf mich auch nicht am Checkpoint wiederbeleben, weil wegen Power. Zwar alles ab. Ja. Lebt ein bisschen, ich brauche mich nicht wiederbeleben. Ohne dass die Sachen ab sind. Lebt ein paar Sekündlein. Wird wahrscheinlich eh nichts. Wegen genau sowas. Ich bin mir safe sicher, dass alles ab war. Hat mich halt mit seinem scheiß Hit getroffen. Komm schon. Jetzt ungefähr. Mal, ob wir den Dick nach hier oben rufen können, schon auch. Ne, nicht wirklich. Ja, doch so, halbwegs. Okay. Auf gar keinen Fall Hit treffen lassen. Er hat mich halt wirklich einmal getroffen. Er one-shot mich halt egal, ob alles ab ist halt. Oder hat seine scheiß Steine von der Decke haben mich getroffen. Oder ein Ed ist auf mich runtergefallen. Oder es war halt wirklich eine Millisekündlein irgendwas nicht ab. Kann ich mir im Bot ansehen. Was ich da verkackt habe. Ich kann ihn ja selbst in seinem Schlag eigentlich unterbrechen mit Ground Stomp. Ich will halt nicht immer so viel Cooldown da wasten dann. Ich bin noch Barb Neuling, da darf das passieren. Ich will ihn zum ersten Mal Barb. Am besten bleibst du so stehen, Jella, auf dem Pylon, dass ich gleich nicht den Power ziehen darf. Ich muss sagen, ich werde absolut over Stricken stacken und so. Ich werde das absolut safe spielen jetzt hier. Ich werde den Power für wahrscheinlich die letzte Minute nehmen, außer ich sehe gleich, dass er absolut insane viel Schaden bekommt schon. Ansonsten werde ich komplett safe spielen. Weil ich habe dann ein Pack da nochmal, was nochmal Schaden macht. Scheiß auf die Zeit. Die klären einfach. Den gerade schon wieder geprockt. Also Gleiterprock ist durch. Das ist kacke. Hier! Das ist so ein scheiß Edge, was auf mich runterfällt. Ich werde gleich den Power ziehen. Warum ist mein Berserker angeblich noch eigentlich? Ich werde mich gleich wiederbeleben, werde gleich mit Power alles durchballern. Das ist halt so dangerous einfach. Und ich muss sagen, ich sehe das nicht, wenn die jetzt da runterkommen. Überhaupt nicht. Also nicht gescheit. So, zur nächsten Phase passend hoffentlich. Oder einfach jetzt rein. Bin da. Im Oculus passend. Ich glaube, das hat mich auch beim ersten Mal gefragt, dass ein Ad auf mich runtergefallen ist von ihm halt. Meine Uhren sind gestorben. Er hat die Uhren gekillt. RIP, das wird nichts. RIP, das wird nichts. Ich halte hier alles aufrecht, aber die Uhren verrecken. Oh Mann, ey. Jetzt sind wir noch 2 Uhren. Wieder Uhren tot. Wieder. Alter. Fuck it, ey. Ich habe alle Buffs aufrecht gehalten. Wie sterben da die Uhren? Von deinem scheiß Schlag oder was? Zwar safe alles an.
Guck mir das alles genau im Wort an. Oh Mann, ey.